Wie beweise ich das jetzt? Folgende Strategie. Ich zeige zuerst mal, dass der GGTAB ein Teiler ist von A minus B und B. Also dass der GGTAB das hier teilt und das hier teilt, ein gemeinsamer Teiler dieser beiden Zahlen ist. Und dann zeige ich noch, dass es der größte ist. Ja? Also, das beweise ich mal rechts daneben, weil hier kein Platz mehr ist. Beweis zu 5. Also, der GGT von A und B, was weiß ich über den? Ich will dir zeigen, der GGT AB, der teilt das hier und der teilt das hier. Das ist also ein gemeinsamer Teiler. Was weiß ich vom GGT AB? Ich weiß, der teilt A. Und ich weiß auch, der GGT von A und B teilt B. Okay, also weiß ich schon mal, das ist ein Teiler von B, das weiß ich. Ich muss nur noch zeigen, dass es auch ein Teiler von A minus B ist. Wenn der GGT von AB A teilt und wenn der B teilt, dann weiß ich auch, dass der GGT von A und B A minus B teilt. Wo weiß ich das? Haben wir mal gezeigt in der Übung. Ja, wir haben mal gezeigt, Sie erinnern sich, das ist hier rechts daneben. Wir haben mal sowas gezeigt wie, wenn A B teilt und A C teilt, dann teilt auch A B plus C oder A teilt B minus C oder ganz allgemein A teilt S mal B plus T mal C. Ja? Wenn eine Zahl die Zahl B teilt und die Zahl C teilt, dann teilt sie auch jede Linearkombination von beiden. Ja? Weil sie, wenn A B teilt und A C teilt, ja, hier jeweils das A theoretisch aus B und C ausklammern können, nach vorne, dann haben sie ein Produkt da stehen und dann teilt auch A dieses Produkt. Ja? So, das heißt, wenn der GGT von AB A teilt und B teilt, dann teilt er auch das hier, weil ich den GGT AB hier rein theoretisch ausklammern könnte. Okay? So, damit weiß ich, der GGT von A und B, der teilt A minus B und der teilt B. Das heißt, ich weiß jetzt, der GGT von A und B ist Element der Teilermenge von A minus B geschnitten mit der Teilermenge von B. Er ist also ein Element der gemeinsamen Teiler von A minus B und B. Jetzt weiß ich aber nicht, dass das auch das größte Element da drin ist. Das muss ich noch zeigen. Wie zeige ich, dass das hier das größte Element dieser Menge ist? Was ist die Beweisstrategie? Ja? Indirekter Beweis. Indirekter Beweis, genau. Ja? Es gibt keinen Planer. Fast. Ich will zeigen, das ist der größte. Was wäre der indirekte Beweis? Ich gehe vom Gegenteil aus. Es gibt noch einen größeren. Es gibt noch einen größeren. Genau, es gibt noch einen größeren gemeinsamen Teiler. Ja? Wir tun mal so, als gäbe es einen größten gemeinsamen Teiler von A minus B und B. Sei G Element T von A minus B geschnitten TB und G Größe GGT von A und B. Ja? Also der größte gemeinsame Teiler von A und B, der liegt in der Menge drin, aber es gibt noch ein anderes Element G, das liegt auch in der Menge hier drin und ist größer. Was gilt? G liegt in dieser Menge drin. Daraus folgt, G teilt A minus B und G teilt B. Was kann ich dadurch jetzt sagen? Wer sieht, wie wir den Widerspruch erzeugen können jetzt?
Ja? Ja, wir machen gerade wieder das gleiche wie um die Perfektheitsrelation. Wir schreiben dann daraus folgt g teilt a. Daraus folgt g teilt a, ne? G teilt a minus b plus b. Ich kann jetzt beides addieren, die rechten Seiten. Und das ist äquivalent zu g teilt a. So, jetzt weiß ich, g teilt a und g teilt b. Wo ist jetzt der Widerspruch? Ja? A und b sind ungleich, macht ja nichts. Bitte? A oder B, na, Vorsicht. Nee, anders. Ich weiß jetzt, G teilt A und G teilt B. Das heißt, G ist ein gemeinsamer Teiler von A und B und ist größer als der größte gemeinsame Teiler von A und B. Kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Sie eine Zahl haben, die größer ist als der größte gemeinsame Teiler von A und B und sowohl A als auch B teilt. Dann war das hier nicht der größte gemeinsame Teiler, sondern G. Ja? Widerspruch. Das bedeutet, also um es deutlich zu machen, daraus folgt, G teilt A und G teilt B und mit dem hier oben, wo steht's? Da, G größer GGT von A und B. Kann nicht sein. Sie können keinen gemeinsamen Teiler haben, der größer ist als der größte gemeinsame Teiler. Also muss das auch schon der größte gemeinsame Teiler aus dieser Menge hier gewesen sein. Dementsprechend ist der GGT von A und B auch der GGT von A minus B und B. Ja? Ja? Aber das ist ja nicht doch. Wir haben jetzt irgendwas. Und sagen, ja, G ist jetzt größer als der größte gemeinsame Teiler. Und um das jetzt zu beweisen, dass der größte gemeinsame Teiler der größte ist, sagen wir jetzt einfach nur eine Zeit. Nee. Ich formuliere nochmal den Beweisgang. Wir zeigen zuerst mal, dass der größte gemeinsame Teiler von A und B, ja, auch ein gemeinsamer Teiler von A minus B und B ist. Das haben wir erstmal gemacht. Wir haben gezeigt, der größte gemeinsame Teiler von A und B ist auch ein gemeinsamer Teiler von A minus B und B. Und jetzt wollen wir zeigen, dass der größte gemeinsame Teiler von A und B auch der größte gemeinsame Teiler von A minus B und B ist. Also das größte Element hier in der Menge. Wie zeigt man das? Man zeigt es durch indirekten Beweis. Man geht davon aus, dass es in dieser Menge ein größeres Element gibt. Also es gibt ein Element in dieser Menge, das größer ist als der GGT von A und B. Das hier ist ja nicht der GGT hiervon, ja, sondern es ist eine andere Zahl, das ist einfach eine Konstante hier mal. So, und wir zeigen, dass wir gehen davon aus, dass es eine größere Zahl gibt in dieser Menge als der GGT AB. So, und das führen wir zu einem Widerspruch, indem wir zeigen, wenn es hier in dieser Menge eine größere Zahl gibt als der GGT AB, dann teilt dieses Element sowohl A als auch B, muss also selbst ist also selbst größer als der größte gemeinsame Teiler von A und B. Aber wo ist jetzt der Widerspruch? Dann habe ich jetzt eigentlich gewusst, dass es eine größere Zahl gibt als die größere Zahl. Der Widerspruch entsteht dadurch, dass wir jetzt gesehen haben, dass G auch A teilt. Bis zu dem Zeitpunkt wussten wir nur, G ist größer als der größte gemeinsame Teiler von A und B und G teilt B. Jetzt haben wir herausgefunden, G teilt auch A. Und das kann dann nicht mehr sein. Wenn ich davon ausgehe, G ist größer als der größte gemeinsame Teiler von A und B und G teilt B und G teilt A, dann kann G nicht größer sein als der größte gemeinsame Teiler. Dann der Widerspruch wird dadurch erzeugt, dass wir jetzt feststellen, dass G auch ein gemeinsamer Teiler von A und B ist. Das wussten wir an der Stelle noch nicht. Das ist doch schön, wenn ich das jetzt habe. Das ist so, jetzt habe ich G teilt A und B. Ja, jetzt weiß ich. Ist jetzt ja voll und ich konnte sagen, okay, G ist größer als der größte gemeinsame Teiler. Das heißt, ich habe eigentlich ja keinen Widerspruch, sondern ich habe jetzt eigentlich gezeigt, dass es einen größeren
eine größere Zahl gibt, als wir den größten gemeinsamen Teiler. Kann es einen größeren gemeinsamen Teiler geben als den größten gemeinsamen Teiler? Nein. Es gibt keinen größeren gemeinsamen Teiler als den größten gemeinsamen Teiler. Und wir haben jetzt gezeigt, dass G ein größerer gemeinsamer Teiler ist als der größte gemeinsame Teiler. Und das ist ein Widerspruch. Ja, dann brauchen wir auch den Beweis einfach nicht führen, weil er einfach dann grundsätzlich ja sagt, naja, der größte gemeinsame Teiler ist das größte. Ja, das. Was er dann kennt, ist es. Also jetzt sagen, okay, wir wissen jetzt, dass der größte gemeinsame Teiler vorhanden ist und jetzt zeigen wir, dass der größte gemeinsame Teiler der größte gemeinsame Teiler ist. Ich betrachte ja nicht die gemeinsame Teilermenge von A und B. Ich nehme G aus der gemeinsamen Teilermenge von A minus B und B. Ich behaupte, der größte gemeinsame Teiler von A und B ist ein Element in dieser Menge hier. Teilermenge von A minus B und B. Das ist der größte gemeinsame Teiler von A und B, ist ja aus einer anderen Teilermenge, nämlich von A und B. Ich weiß nur, dieses Element liegt jetzt auch in dieser Menge hier drin und da kann es ja potenziell auch ein größeres geben. Kann es aber nicht, weil dieses größere Element dann auch gemeinsamer Teiler von A und B wäre und somit auch in der anderen Menge, nämlich in der gemeinsamen Teilermenge von A und B, größer wäre als das größte. Ja, ganz schön verwirrend mit den Größers hier und GGT, ja? Warum reicht es nicht, weil der größte gemeinsame Teiler von A und B ist Element von der Teilermenge A und B, Schnitten TB, wenn ich doch rechts gezeigt habe, dass, also mit dieser Implikation, weil wenn ich das gezeigt habe, warum muss ich dann noch nicht tun, das Gegenteil? Nein, jetzt, Sie wollen ja zeigen, dass der GGT von AB auch der größte gemeinsame Teiler von A minus B und B ist. Das heißt, dass diese Zahl das größte Element in dieser Menge hier ist. Bis zu dem Punkt haben wir nur gezeigt, dass es überhaupt mal in der Menge ist. So, und jetzt müssen wir zeigen, dass es auch das größte ist. Wie machen wir es? Wir gehen davon aus, es gibt ein größeres G, aber dann zeigen wir, dass dieses Element auch ein gemeinsamer Teiler von A und B ist und größer ist als der größte gemeinsame Teiler von A und B, was ein Widerspruch ist. Also kann es kein größeres Element geben in dieser gemeinsamen Teilermenge.